uns im Nebensee. Wir tauchen ein in die Spiele. Hallöchen und herzlich willkommen. Hier ist wieder Peru Plays, live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern und wir sind wieder zurück im Bausimulator. Hallo Freunde, ich hoffe es geht euch gut. Ja, ich habe mich mal so ein bisschen reingesetzt hier, Bausimulator. Ich bin hier momentan immer am Studieren, ne? Ich habe gar keine Zeit mehr für Livestreams. Na, holen wir aber dieses Wochenende nach, versprochen. Da machen wir natürlich heute auch ein bisschen weiter. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da, Glocke läuten, kommentieren natürlich nicht vergessen, ne, triggert mal ein bisschen den Algorithmus, Dankeschön dafür. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, da sind wir auch schon und ihr seht, ich habe ein bisschen eingekauft. Neben unserem Kranwagen haben wir jetzt auch einen Schüttwagen, ne, können wir mal ein bisschen Schüttgut durch die Gegend rollen. Also ihr merkt schon, wir werden jetzt in den ersten ein, zwei Folgen jetzt ein bisschen mehr fahren, ne, und transportieren als konstruieren und reparieren. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. In diesem Sinne würde ich sagen, wo wollen wir hin? Wo sind wir hin? Wo sind die Jobs hin? Okay. Lasst uns sehen, liebe Freunde. Ja, hier haben wir schon den Schüttgutabtransport. Das ist schon mal sehr lustig. Der wird mich auch reizen, aber da brauchen wir eine Zugmaschine. Leute, ganz ehrlich, ich drücke mich noch ein bisschen davor, allzu viel zu mieten. Ich meine, Mieten kostet immer Geld, ne? Ist klar, das ist das eine. Und dann mal das Fahrzeug ausleihen, wieder zurückgeben, ich bin da ein bisschen pinzig, ganz ehrlich. Aber werden wir auch noch machen. Jetzt machen wir erstmal ganz locker und entspannt hier den Schüttgutabtransport. Weil, was wir dafür brauchen, haben wir... Wir haben, hier nicht den Knickgelenkten, aber wir haben einen Muldenkipper. Und, das ist ja witzig. Normalerweise müsste ich hier unseren kleinen, wie heißt der, dieser Minibagger, ihr wisst, was ich meine, hier links im Bild. Den müssten wir nämlich eigentlich auch haben. Und den haben wir auch, aber er zeigt ihn nicht an als empfohlene Baumaschine. Weder hier bei dem einen noch bei dem anderen. Das finde ich interessant. Egal. Wir machen das. Natürlich machen wir das. So. Aber das machen wir natürlich nicht mitten in der Nacht. Jetzt warte mal. Jetzt spulen wir hier mal kurz ein bisschen vor, die ganzen Bims. Kaffeepause ist gut. Die wird ein bisschen länger. So. Wieso? Ich wollte schon sagen, wer hat das Licht angemacht? Ich habe bei meinen Kisten nicht das Licht angemacht. Wir werden jetzt erstmal hier unseren kleinen Minibagger vor Ort bringen. Das machen wir aber mit Schnellreise und mit dem LKW fahren wir dann an unsere Einsatzstelle, würde ich sagen. So. Das ist... Wo ist unser Einsatzort? Da. Ja. War doch diesmal ein bisschen weiter weg. Okay, so. Da scheinen unsere Silos mit dem Schüttgut zu sein. Warte mal. Ja, sind sie auch. Sieht so aus, riecht so, ist es. Gut. Dann wechseln wir jetzt auf unseren Truck. Und mit, ja, das können wir uns die Zeit mal nehmen. Damit fahren wir dann zum Einsatz. Ist klar. So, also, ne, wir haben hier auch noch ein Pickup. Unser Kranwagen, wie gesagt, ne, ist klar. Oh, der muss nochmal zur Reparatur, sehe ich gerade hier. Ja, und unser Muldenkipper, den nehmen wir jetzt. Selbstverfreilich. So, da sind wir auch schon. Kurs festsetzen hier, bitteschön. Markierung, passt. Dann wechseln wir flugs in die Innenansicht und dann kann es auch endlich losgehen. Abfahrt.
Ja, ihr merkt schon, Leute, ich taste mich da so langsam immer weiter ran. Und ja, wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, KI strunzdumm wie eh und je. So. Also langsam, muss ich ganz ehrlich gestehen, kriege ich auch tatsächlich sowas wie Spaß an der ganzen Sache. Was bleibt, ist natürlich die manchmal ein bisschen Gaga-Steuerung und vor allem die Kamera. Mit ein paar Kompromissen kann man sich aber dran tatsächlich gewöhnen. Im Gegensatz zur KI. Die hat mir schon so manche Vollbremsung oder Unfall eingebracht, für die ich gar nichts konnte. Na, da habe ich wieder was gesagt, ne? Wir machen die Fahrt direkt hier live. Und da haben wir natürlich die größten KI-Nullnummern hier vor uns. Läuft. So, Freunde, wenn ihr wollt und könnt, ich werde heute Abend definitiv auch noch mal live sein. Wenn ihr darauf Lust habt und Zeit habt und Lust habt, würde ich mich freuen. Ne? Also deshalb nicht vergessen, hier abonnieren, ne? Und hier Glöckchen, hätte ich fast gesagt. Nee, die Glocke läuten. Ne? Dann verpasst ihr auch nicht die Livestreams hier auf dem Kanal. Würde mich sehr freuen. So. War das rot? Habe ich nicht gesehen. Fahr dunkelgrün. Ja, ihr seht, der Muldenkipper hat mich ein bisschen Geld gekostet. Wir haben aktuell in Anführungsstrichen nur noch 42.254 Credits, Euros, was immer das sein soll. Ich werde, glaube ich, auch mal parallel, so aus wissenschaftlichen Gründen, auch mal die amerikanische Karte anstarten und testen. Muss ich. Ich bin eigentlich dazu gezwungen, weil ihr wisst, ich bin ein Fan der amerikanischen Trucks. Ich komme eigentlich gar nicht drum rum. Deshalb werde ich das auch noch mal anspielen. Vielleicht werde ich dazu auch noch mal das ein oder andere Video machen, wenn ihr Bock habt. Also eins gibt es auf jeden Fall, um euch auch mal die amerikanische Map zu zeigen. Und Fahrzeuge natürlich. Der hat aber gerade noch rechtzeitig gebremst, der Kamerad da neben mir, ne? Junge, Junge. Das ist immer wieder so ein, dass so ein KI-Fahrzeug immer, ich glaube, das ist sogar immer dasselbe, wenn der irgendwie rot ist oder Stau, der bleibt 100 Meter davon entfernt schon stehen und rührt sich null. Ja. Und die Pappnase fährt uns genau voraus, ne? Ehrenamtlicher Stauführer. Dankeschön. So, damit wir die Pappnase mal loswerden, schnell vorbei. Ja, jetzt sehen wir auf jeden Fall mal ein bisschen was von der Karte, weil ja, es ist ja fast eine Fahrt von einem Ende der Karte zum anderen Ende der Karte. Oh, das schaffe ich nicht. Finde ich eigentlich ganz schön, dass man mal ein bisschen mehr dann auch sieht von der Map. Ja, big up, Dankeschön. So, es geht bergauf mit Perus Chaosbau. Junge, was ein Slalom hier.
Ja, ich habe schon gesehen, diese Schüttgutaufträge sind mit die lukrativsten, ich sag mal, Fahrtaufträge. Weil es gibt für das Schüttgut nochmal extra Geld. Also nicht nur für den Auftrag selber, sondern auch für das Schüttgut. Finde ich gut. Jetzt bin ich fast dran vorbeigedübelt, ne? Warte mal. Vor lauter Sabbeln hier. So, da ist er. Okay. Da steht auch unser kleiner Bagger. Ich versuche mich mal ein bisschen näher zu positionieren. So kurze Wege und so, ne? So, jetzt Kamera hier, ne? Das ist wieder hier unser Thema, unser Lieblingsthema. Kamera. Ich möchte eigentlich relativ gerade stehen, damit der Bagger auch tatsächlich hier ab- und aufladen kann auf meine Ladefläche. Ist ja jetzt ein ziemlich kleiner Bagger, ne? Nicht, dass er da Probleme kriegt. Das sollte aber passen, hoffe ich. Gut. Ganz entspannt, kein Stress hier, Leute. Arbeit gibt's noch genug. So, sehr schön. Dann kann es ja jetzt losgehen. Und Feuer frei. Okay. Also haben wir zwei verschiedene. Das scheint jetzt Kies zu sein, was wir jetzt gerade haben. Oh, bleib hier. Kein Cheat hier. So. Ich hoffe, das reicht von der Höhe. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr kleiner, aber feiner Bagger. Ja, aber ich glaube, das sollte passen, ne? Ja, locker. Komm hier. Mach keinen Scheiß. Ja, wunderbar. Perfekt. Ein Traum in Schleiflack. Ich glaube, damit sollten wir jetzt klarkommen. Schaufel aufsetzen hier. Na? Das war jetzt aber eben ein Akt, die Schaufel voll zu kriegen. Was war denn da los? Ja, noch sind es die einfachen kleinen Aufgaben, aber ich finde, die machen genauso viel Spaß. Ich denke mal, die werden später dann noch mal eine nette kleine Abwechslung sein zu den aufwendigeren Aufträgen. Jetzt sind sie gute Lehrstücke, sage ich mal, ne, um sich ein bisschen an die Steuerung zu gewöhnen, an das Prozedere. So, 52% haben wir von diesem Schüttgut jetzt aufgesammelt. Erst die Hälfte. Ich hätte jetzt mehr gedacht, aber okay. Uah, mach kein Cheat hier. Das war jetzt gerade ein Steuerungsblackout. Passiert mir ganz selten nochmal, aber wenn, dann richtig. So, 70%, also eine Toure, eine letzte müsste jetzt hier für das Schüttgut, für das Kies reichen. Dann sollten wir eigentlich voll sein.
Na? Zweiundachtzig. Okay. Hier kann ich jetzt wirklich sagen, auf Kies gefurzt. Es ist ja auch Kies. Ich bin ja immer so ein Schnellmerker, ne? Schnellchecker. Das habe ich jetzt erst gemerkt, dass es für diese Jobs verschiedene Aufwandsgrade, also sozusagen Schwierigkeitsgrade kriegt, gibt. Das werde ich mir mal genauer anschauen und ja, mal sehen, was wir schon leisten können. Ne? Ansonsten finde ich es gut, dass sie uns da eine Chance geben, dass man als Einsteiger da nicht gleich mit dem höchsten Aufwand arbeiten muss, sondern da ganz locker, so wie ich, alter Mann, sich da ran und reinarbeiten kann. Ist schon okay. Gibt dann zwar natürlich für die Aufträge mit niedrigerem Anspruch weniger Geld, aber ne, immerhin. So, jetzt müssten wir... Ach, jetzt ist voll, oder wie? Ja gut, aber die Schaufel kriegt er trotzdem noch mit hier. Wenn ich schon losfahre, wenn ich mir die Mühe mache, dann wird das auch mitgenommen hier. Ist mir scheißegal. Sehr schön. Das hatte doch schöne Momente. So. Dann können wir hier wieder raus. Und dann werden wir das erste Mal jetzt hier Schüttgut abliefern. Jetzt müssen wir erstmal gleich mal gucken, wo wir das loswerden, das Zeug. Ja, ich habe auch hier wieder ein MAN genommen. Ich fahre die sehr gerne. Ne, ich weiß, es gibt viele, die fahren die Scania gerne. Wir werden uns bestimmt auch den einen oder anderen Scania zulegen, aber ich wollte jetzt erstmal ein paar MANs um mich scharen. So, das nur so zur Erklärung. Aber das hier sieht doch gerade aus. Warte mal. Nee, das ist Bauhof. Ich dachte jetzt hier schon wegen dem Container, dass es so Schüttgut wäre, ne? Warte mal. Kieswerk. Ah, hier. Im Kieswerk erhältst du Schüttgüter wie Erde, Kies oder Sand, genauso wie Beton und frischen Asphalt. Außerdem kannst du übrig gebliebene Schüttgüter verkaufen. Das ist genau unseres. Ist gar nicht weit weg. Hier ist sogar noch einer. Gleich nebenan, Leute. Besser geht's ja gar nicht, oder? Besser geht's nicht. So, dann steigen wir mal gleich wieder um in die Kanzel hier. Wollte ich sagen, ins Cockpit. Und los geht's. Oh, diese Steine hier sind doch assi. Komme ich darüber? Alter, jetzt mach nicht so ein Schiss wie so einen dämlichen Stein hier. Warte mal. Echt jetzt? Ein popliger Stein hält uns hier auf. Und hier kommt jetzt das große Makel von der Außenansicht. Du kannst sie überhaupt nicht bewegen. Ja, komm jetzt. Also ich glaube nicht, dass ein Truck in dieser Größe an einem Stein scheitert. Na, also, das war jetzt keiner der größeren Brocken da vorne. Ne, das war so ein kleiner. Das hätte zwar mal ein bisschen gerumst, aber das hätte den Truck nicht aufgehalten. Jetzt ganz ehrlich, Freunde. Wirklich nicht. Na gut. Muss ich hier gleich wenden, tatsächlich. Soll ich jetzt aus dem Stand wenden, oder was hat er sich hier vorgestellt? Das sind auch Scherzkekse. Ja, nächstes Mal gucke ich mal vorher genauer, dann wende ich an anderer Stelle. Also die, ich habe schon gesehen, so die,
Navi-Ideen, wo man zum Beispiel wenden kann, sind nicht immer die optimalsten. Manchmal gibt es tatsächlich in direkter Nähe bessere Alternativen, aber immer gucken, ne? Es gibt immer einen anderen Weg. Guck mal, wir hätten hier an der Kreuzung, hätten wir gleich rechts abbiegen können. Er hat uns erstmal links zum Wenden weggeschickt. Ja, hier wieder ein Dreckstein im Weg, natürlich. Ja, das ist manchmal ein bisschen merkwürdig mit dem Navi, ne? Ja, hier müsst ihr aufpassen mit den Steinen, egal wie groß sie sind, selbst wenn es ein Kiesel ist, er knallt dagegen. Okay, wenn ihr meint, dass das so ist in der Natur, dann ja, ne, ist das so. Sind aber schön leer hier die Straßen. Hier kann man gut fahren. Haben alle gerade Mittagspause? Was ist los? Nee, 14:25 Spielzeit. Ja, fahr. Du hast Vorfahrt, ich weiß. Ja, ich muss aber auch rein, Freunde, hier. Ich warte hier nicht endlos. Irgendwann ist mal genug. So, da ist unser Kieswerk. Müssen wir nur noch die Schütte finden, wo ich das reinballern kann. Da ist sowas wie eine Schütte. Das sieht aber nicht nach einer Schütte für Dingens aus. Warte mal. Ja, hier so ein Schüttgitter, das sieht doch schon danach aus. So, warte mal. Gehen wir mal in die Außenkamera. Ja, so, das dürfte reichen. Und Feuer frei. So. Gebt mir euer Geld. Ah ja, 4.837, sagen wir mal rund gerechnet 5.000. Finde ich okay. Finde ich okay. Jetzt müssen wir nur wieder zurück natürlich zu unserer Baustelle. Dazu gehen wir auch wieder in die Innensicht und Retour. So, jetzt werden wir auch eine zweite Ladung abtragen müssen. Das sah mir nach Erde aus. Und dann haben wir diesen Job schon gemeistert. Was sage ich schon? Also wird er noch einen Moment dauern. Erstmal beladen, verladen, entladen, etc. Da vergeht Zeit. Also das ist wirklich ein Zeitschlucker, das Game. Aber ganz ehrlich, wenn man so ein bisschen drin ist und sich, wie gesagt, mit so den Eigenheiten angefreundet oder arrangiert hat, zumindest, wie gesagt, der Steuerung, Kamera und so, dann kann das richtig Spaß machen. Und dann sitzt man da auch ein paar Stunden dran und drin. So, jetzt mal. Okay. Ja, jetzt zeigt er hier wieder, ne? Da will er, dass wir in die Ecke fahren, wenden, anstatt hier um die Kurve zu fahren, einfach. Das ist. So, hier jetzt wieder aufgepasst, die komischen Steine hier. Was ein Elend. So. Dann sehen wir mal wieder zu. Eben standen wir ja ganz gut. Bloß das Doofe sind eben mal halt die Steine, ne, die da immer im Weg liegen. Muss man aufpassen. Ist ein Cheat. Ja. So bleiben wir gleich mal stehen. So.
So, Zeit für die zweite Ladung. Na, sollten wir eigentlich schaffen, hier bis zum frühen Abend fertig zu werden mit dem Bums. Ja, das ist Erde, definitiv. Das ist übrigens ein Auftrag, der mit der Stufe auch erhöhbar ist, ja, vom Aufwand, und tatsächlich auch mehr Kohle bringt. Es gibt ja noch einen zweiten Fahrtauftrag mit dem Kranwagen. Ich weiß nicht, ob wir es in dieser Folge noch schaffen von der Zeit her. Das ist ein Betrag von 10.000 Credits oder Euros. Da holt ihr einfach was ab, ladet es mit dem Kran auf und fahrt es irgendwo hin, so wie ich das sehe. Das ist egal, welchen Aufwand ihr einstellt, es bleibt bei 10.000, also es lohnt sich das gar nicht, das zu verändern. Bei diesem Auftrag hier, den wir gerade fahren, mit dem Schüttgut, lässt sich das ändern und es gibt tatsächlich mehr Geld bei höherem Aufwand. Das hier, was wir jetzt gerade spielen, ist zugegebenermaßen die niedrigste Stufe. Ich will euch ja jetzt auch nicht ewig hier sitzen lassen. Aber das geht natürlich auch in einer mittleren oder hohen Stufe. Ich weiß nicht, was hier der Aufwand bedeutet. Wahrscheinlich mehrere Touren, die du laden musst und fahren musst. Ne, was sollte es in dem Fall auch was anderes sein, ne? Vom Aufwand her. Ein aufwendigerer Beladevorgang. Wahrscheinlich brauchst du mehr Schippen, um die Kiste voll zu kriegen, ne? So in der Richtung wird es wohl gehen. Aber immerhin, da kann man schon so ein bisschen die Geldspritze ein bisschen hochpumpen durch diesen Auftrag. Das heißt, offline werde ich diesen Auftrag ab und zu mal spielen und dann mit der hohen Anforderung, um ein bisschen das Konto aufzufüllen, unter anderem für neue Fahrzeuge und so. Ne, ihr kennt das ja selber, falls ihr das Spiel spielt. Irgendwas braucht man ja immer und ich brauche noch alles. Na, was ist denn hier los? Wieso ist der nicht auf dem Boden hier? Jetzt aber. Wollte schon sagen, spinnt jetzt hier meine Schaufel? Was ist denn das hier? Hä, wieso setzt die nicht auf den Boden auf die? Mistige, Entschuldigung. Man muss sagen, wie es ist. Jetzt aber. Was ist denn da los? So, knapp 60%, also ein, zwei Schaufeln werden wir hier noch brauchen. Sollte mich sputen, wird langsam dunkel hier in der Bumskiste, ja.
bin ich gerade frustriert. Waren das eben tatsächlich erst 10%, die wir da gerade reingebombt haben? Kann nicht sein. Weil dann muss ich leider so ein bisschen eskalieren hier. Ja, man kann ja auch die Schaufelkapazität und sowas alles erweitern mit den Fertigkeitspunkten. Ich fange das gerade auch erst an. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr erstmal auf die Fahrzeuge konzentriert, dass sie nicht so schnell verschleißen etc. All die ganzen Werkzeugverbesserungen werde ich dann so nach und nach machen. Aber ich denke mal, die Schaufeln und Container werden zu den ersten mitgehören, die ich upgraden werde. Oder muss vielleicht auch in dem Fall. So, ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier mal durch, das Thema, Freunde. Wird schon dunkel hier. Wir sind heute Morgen angefangen, Freunde. Wollt ihr mir erzählen, ihr braucht für die paar Schaufelladungen hier so lange? So, also eine Schaufel noch. Eine noch. Was ein Aufwand hier. So. Boah, Leute, für 20 Uhr ist aber hier noch knackig hell, ne? Haben wir gerade Sommer? Sag mal, gibt es hier eigentlich Jahreszeiten? Kann mir das jemand sagen? Ist nur so Neugierde halber mal. Okay. Räumen Sie die Baustelle. Ja, ja, ist klar. So, wir haben unsere letzte Schaufel aufgenommen. Ah, da sind die Auftraggeber richtig dankbar, ne? Räumen Sie die Baustelle weg. Sie haben Ihre Arbeit gemacht. Verschwinden Sie. Was ist denn hier los? So, das heißt Baustelle räumen. Ja, muss ich ihn jetzt von der Fläche fahren oder was? Dann mache ich das. Ich meine, wir können die beiden eh nicht parallel wegfahren. Ah, da sehen wir schon, der kleine Bagger ist aus dem Feld verschwunden. Den Truck bewegen wir jetzt sowieso. Passt. So, jetzt müssen wir gleich mit dem Vorarbeiter sprechen. Vorher wenden wir aber mal schnell. Weil generell der Auftrag ist jetzt erstmal schon mal abgeschlossen. Aber natürlich werden wir das Schüttgut noch abliefern und kassieren. Alter, wie viel verliert er denn hier an Schüttgut? Habt ihr es gesehen, was da runterkesselt beim Fahren? Junge, Junge. So, den Auftrag selber haben wir damit abgeschlossen. Jetzt aber bringen wir natürlich noch das Schüttgut weg, weil das Geld nehmen wir natürlich dankend an und mit. So, diesmal habe ich mich von den Steinen nicht foppen lassen. Ah, warte mal, jetzt ist es gleich dunkel. Licht. So, besser ist das. Weil hier wird es dann relativ schnell dunkel. Also wenn, dann jetzt sofort, hier gleich, ohne Übergang. So, dann mal schnell los, bevor der Rest auch noch runterfällt hier vom Kübel. Also das ist ein sehr cooler Auftrag, finde ich, weil wie gesagt, ihr kriegt nicht nur natürlich das Geld für den Auftrag, sondern obendrauf noch das Geld für das Schüttgut, was ihr abgebt.
Deshalb, wie gesagt, diesen Auftrag werde ich mal öfter fahren, vor allen Dingen, wenn ich die Schaufel- und Ladekapazität erweitert habe von Truck und Bagger, dann geht da noch mehr, ne? Also was blinzt denn so das Licht hier vorne? Ist nichts für Epileptiker, ne? Die wälzen sich gleich vor Freude auf den Boden, wenn die das sehen. Jetzt mal um Ernst. So, da hinten ist unsere Luke. Jawohl. Ja, fast richtig geschätzt, ne? Ich habe gesagt, bei Sonnenuntergang ist ein bisschen später geworden, aber so ungefähr kam das ja hin hier mit meiner Schätzung. So, ja, das hatte doch schon mal schöne Momente, würde ich sagen, nicht wahr? So, das gab nämlich gleich nochmal 3000 obendrauf. Und jetzt müssen wir uns erstmal um eine andere Sache kümmern. Jetzt werden wir erstmal ganz fix unsere Fahrzeuge nach Hause bringen. Allen voran unser Minibagger, weil den brauchen wir jetzt. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Da hat nicht irgendwie TML seine Finger mit drin. Fabian, bist du da? Nein, okay. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. ja, ne, dieses aus allen Wolken fallen kennen wir doch eigentlich aus einem anderen Spiel. Ich will da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Wir alle wissen, worum es geht. Lil. Ist mir tatsächlich schon zwei, dreimal passiert. Ist das so ein Standard-Bug hier, dass man ab und zu mal aus allen Wolken oder durch die Straße fällt? Ganz ehrlich, Leute, bei aller Liebe, ne? Sowas sollte in einem Spiel im Jahre 2024 überhaupt nicht mehr passieren. Nennt mich pinzig, aber jetzt ohne Scheiß. So, jetzt kümmern wir uns noch um den Truck. Den bringen wir auch als Schnellreise zurück. Ich will nämlich gerne mit euch schnell noch einen zweiten Auftrag fahren. Und ja, dann soll es auch für heute erstmal reichen. Evola! So, Licht aus. Kiste aus. Und wir wechseln derweil in unseren wunderschönen Kran-Truck. Und wir werden hier mal ganz schnell zur Tanke fahren, weil das Ding ist dringend reparaturbedürftig. Das machen wir auch mal als Schnellreise, weil sonst wird die Zeit hier ein bisschen knapp heute bei der Aufzeichnung. Ist immer so eine Sache, ne? PlayStation, wunderschön, gerade auch mit der Aufzeichnungsfunktion. Aber eine Stunde ist nix, ne? Also gut, wir müssen froh sein, dass wir die überhaupt haben, ne? Aber ist schon eine Einschränkung, ne? So. Einmal tanken. Zack. Einmal reparieren. Warte mal. Das war der hier. So. So. Jetzt können wir wieder arbeiten. Now we are talking, ladies and gentlemen. Wir gehen mal, wo ist denn hier die Kaffeepause? Hä? Moment. Geht das nicht auf der Tankstelle? Ich wollte gerade mal nämlich eine kurze Kaffeepause reinschieben, dass wir hier Zeitsprung machen zum nächsten Morgen. Und was ich auch interessant finde, ist diese Geschichte hier mit den Hilfsarbeitern. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das werde ich mir nochmal zu Gemüte führen. Finde ich natürlich toll, wenn wir Unterstützung haben. Jetzt gucken wir erstmal nach Aufträgen. Da haben wir nämlich einen Transportauftrag. Zack, da machen wir gar nicht lange rum. Den nehmen wir an. Wo ist er? In der Nähe sogar. Prima. Ist Licht an? Natürlich nicht. Ab geht's. So, vier Elemente sollen wir aufnehmen und verfrachten. Das machen wir doch gerne.
So, immerhin frisch aufgetankt und repariert. Ja, mit dem Kram komme ich auch so langsam in die Pötte. Es haut so langsam hin. Wenn ihr euch erinnert, bei meinem ersten Versuch, das Spiel zu spielen, ich bin ja völlig verzweifelt, ne? Nicht nur an der Kamera und Steuerung, auch an insbesondere den Kransteuerung. Ich muss auch sagen, stehe ich bis heute zu, ist für mich nicht die logischste Tastaturbelegung, die sie da gemacht haben. Aber egal, ne? Man kann sich an alles gewöhnen. Und wie gesagt, mittlerweile, jedenfalls habe ich das Gefühl, fluppt das ganz gut. Na toll, jetzt haben wir natürlich einen Kriecher vor uns, ne? Natürlich. Und wir haben jetzt hier nur 500-600 Meter. Ich mag den gar nicht überholen, dann bin ich schon an der Ausfahrt vorbei. Ja, guck, der biegt eh schon selber ab. Dankeschön. Besser geht's doch gar nicht. So, dann lass mal schauen, wo ist unsere Ware? Ich wollte ja eigentlich warten bis zum Tagesanbruch. Na gut, dann machen wir jetzt mal eine Nachtfahrt. Von mir aus. Komm, mach dich weg. Hä? Ja, natürlich. Ein Passbild nehmen wir mit hier, mindestens. Alter, in welcher Ecke habt ihr es versteckt? So, lass mal gucken. Okay. Warte mal, schnell in die Außenansicht. Ja, diese starre Außenansicht, ne, die ist nicht so wirklich toll. Man ist wirklich nur auf das Fahrzeug fixiert. Ist jetzt nicht mein Traum. Ich glaube, wir bleiben so stehen. Ich glaube, wir bleiben so stehen. So. Dann machen wir uns mal betriebsbereit. Da diese Tonnen da sollen es sein? Ja, okay. Dann ab geht's. Fangen wir doch mal hier an. Ich hätte eigentlich meine Ladedinger hier aufmachen können, ne? Bin auch so ein Vogel. Die Seiten klappen, ne? Ich glaube, das mache ich gleich schnell mal. Bin aber auch ein Vogel manchmal, ne? So. Weil das erleichtert uns das Bi- und Entladen natürlich deutlich. Aber ihr kennt mich, wenn ich mal im Schnacken bin, ne? Da vergisst man gerne mal das eine oder andere. So. Aber jetzt kann es weitergehen. Das ist das, was ich meinte mit der Außenansicht, weil die so starr ist. Jetzt sind wir eigentlich ein bisschen zu weit vorgefahren. Man sieht das hier jetzt an der letzten Palette. Hätte ich jetzt eine bessere Außenansicht gehabt, hätte ich das natürlich besser sehen können. Aber es ist, wie es ist, Freunde. Zum Glück haben wir ja einen ausfahrbaren Kran, ne? Können wir das ein bisschen ausgleichen hier.
Nee, das wollte ich jetzt nicht. Warte mal. Den Hauptkran ein bisschen höher und einknicken, dann können wir nämlich hier vorne schön abladen. Ne, ein bisschen weiter vor, hatte ich mir gedacht. Bündig, genau, so wollten wir es haben. Ja, jetzt das ist das, was ich meinte. Ne, das ist genau das, was ich meinte. Ich hoffe, der Kranarm ist jetzt lang genug. Ja, ich hoffe. Moment. Das wär's jetzt, ne? Ein Millimeter fehlt, ne? Dann, glaube ich, weinst du doch, oder? Ja, die Kamera. Aber das höre ich von jedem, ne? Also wirklich von jedem, der spielt. Ja, sag mal. Jetzt. Glaube, es hackt. Kann doch nicht so schwer sein. So, dann sehen wir mal zu, dass wir mit dem Bums wegkommen hier. So, er will zwar, dass ich da hinten rausfahre, aber ich habe vor mir gerade eine Ausfahrt gesehen. Die müsste ich doch auch nehmen können. Warte mal. Ja, guck mal. Wollen wir einfach rüberfahren? Da ist eine Ausfahrt. Da machen wir doch gar nicht lange hin hier. Feuer frei. Ja, siehste. Navi passt sich an. Sehr schön. Ab geht's. So, 2,5 Kilometer. Das ist hier jetzt schon eine ganz schöne Strecke. Geben wir mal ein bisschen Gas. Ja, diesen Kreisverkehr, diesen Mini-Kreisverkehr, den habe ich ganz besonders lieb. Und er mich auch, glaube ich. Also dieser Schüttgutauftrag, der hat der Kasse richtig gut getan. Also ich denke mal, der Multenkipper wird sich relativ schnell wieder mortalisieren, rückzahlen. Das werden wir bald wieder in der Kasse haben, glaube ich.
Woo! So, wir sind nun an unserem Ziel, einem Bauhof, angekommen. Und da die Zeit ein bisschen knapp wird, machen wir das Ganze mal im Schnelldurchlauf. So, Freunde, das haben wir doch ganz knapp noch geschafft. Jetzt geben wir mal den Auftrag schnell ab bei dem Kollegen. Und das war's. Gebt mir die Kohlen! Ich bin jung und brauche das Geld. Naja, jung nicht, ich brauche das Geld trotzdem. Gut, Freunde, das haben wir doch wahnsinnig schön noch geschafft. Auf den letzten Drücker und wir haben noch gut Kohle gemacht. Freunde, es geht so langsam, aber sicher voran. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, schaut doch mal wieder rein. Lasst ein Like, Follow oder Abo da. Gerne die Glocke läuten. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Wir werden uns auf jeden Fall dort live sehen. Wenn nicht, macht euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Metal, Leute. Abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü, tschü.